Weiter geht's mit Runde 2. Alles klar. So, sind wir in die richtige Richtung? Nö, nicht annähernd. Aber wir können hier noch wieder so einen Kartenfleck aufdecken. Indem wir jetzt ein bisschen tiefer tauchen, durch das Dunkle hindurch. Haben wir da noch irgendwas? Was wir noch nicht kennen, das ist einmal leer. Leer. Da ist auch nichts drin. Kennen wir dieses Wrack schon? Nee, wie gar nicht, oder? Was bist du? Aha, kenne ich schon. Nö, hier waren wir tatsächlich noch nicht. Integrating new PDA data. So, stopp. Alter, mach deine Lampe an. Ich sehe hier nichts. Cool, wir haben ein neues Wrack gefunden. Was bist du? Laserschneidewerkzeug. Schade. Das sieht immer aus wie ein Klo, ne? Mobile Fahrzeugstation. Haben wir leider auch schon. Das können wir nicht öffnen. Modifizierungsstation haben wir schon. Da ist noch was zu trinken drin. Oh, komischerweise steht hier immer was zu trinken rum. So, auf der 6. Falsche Taste. Ich habe meine Maus langsamer gemacht. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich werde nochmal eben mein Trinken nachfüllen. Klar, trinken nachgefüllt. Da haben wir noch irgendwas. Aha, das hat irgendwas freigeschaltet, was wir schon kennen. Schade. Was haben wir da? Was haben wir da? Fahrzeugstation. Modifizierungsstation. Alter, jetzt finden wir so viele von den Sachen, wo wir so ewig nachgesucht haben. Ne? Unglaublich. Was haben wir da nachgesucht teilweise? Und jetzt überall. Mal über den einmal Sauerstoff tanken. Oh, immer tief eingeatmet und Luft anhalten und wieder raus. So, hier. Ey. Oh, mach deine Lampe wieder an. Warum macht er die denn immer aus, wenn er in die Motte steigt? Die kann man auch anlassen. Wir haben ja nur Batterie genug. Oh, wir haben nur noch 19%. Ehrlich, sind wir jetzt einmal im Kreis geschwommen oder was? Anscheinend. Okay, das Aufschneiden hätten wir uns sparen können. Naja, gut. Es ist wie das. Wir haben auch keine Ersatzbatterie mit, ne? Haben wir, glaube ich, nicht. Alter, Meister. Ich sage dir. Dann kriegst du den hier. Und den auch noch. In meinem Kreis gekullert. Hier ist ein Glastisch, aber Glastisch haben wir, glaube ich, auch schon. Hm. Ne, ich sehe jetzt so weit nichts Neues. Alter, ich muss gleich meine Motte reparieren. Genau hier, wo die Beißer rumschwimmen. Hm, sehr clever. Alter, hör doch auf, das Licht anzumachen. Mach einmal dein Blitzding. So. Geh raus. Nimm die 5 und reparier es. So schnell du kannst. Prost auf euch. Ich mach die schon wieder. Ich habe die gerade repariert, ne? Haben wir denn alles gesehen jetzt bei dem Ding? Könnte sein, ja. So, wollten wir denn hier hin? Das ist doch gar nicht, das ist doch gar nicht das Gebiet, wo wir hin wollten. So. Geil, war wirklich genau unter dem Fleck, ne? So, wir müssen jetzt rein theoretisch erstmal Richtung Süden. Ja. Wir schwimmen jetzt schnurstracks Richtung Süden. Dann machen wir noch ein bisschen Gebiet frei. Von da ist nicht wieder was Fieses, Gemeines in der Nähe.
Fieses gemein. Ach, hier, guck mal, die. Aber ich glaube, die gingen. Wie heil sind wir noch? 81. Lass es mich eben noch mal reparieren. Ich denke, es wird ein bisschen was mitmachen. Ich mache die 4 an. Wir schwimmen hier durch. Ich meine, die waren auch nicht nett. Kann ich mich dran erinnern. Aber ich glaube, die konnten was wegblitzdingsen. Aber schön sind sie eigentlich. Mal schön wieder Licht an. Was war das? Was hat mir Schaden gemacht? Wir wollten Richtung Süden. Wer bist denn du? Dich kennen wir, glaube ich, auch schon. Boah, hier sind eine Menge von den Viechern. Okay, geil. Jetzt kann man die aber von Weitem sehen. Das finde ich gut. Das Schlimme ist ja nur, man muss ja wirklich 365 Grad in alle Richtungen. Mit 365 Grad kommt es ja gar nicht hin. Das ist ja nur einmal im Kreis. Was ist das denn? Vermutete Basis. Wo ist denn der jetzt hin, den ich gerade gesehen habe? Ich will dem nicht in der Arme schwimmen, ey. Ich will noch nicht rausfinden, was er mit mir macht. Will ich einfach nicht. Aber ich sehe ihn jetzt nicht. Na gut, ich sehe ihn halt auch nicht, wenn er hinter mir ist, ne? Wie tief können wir denn noch? Wir können 900 Meter, alter Schwede. Wir können noch richtig tief. Es nervt mich ein bisschen, dass ich ihn nicht sehe. Aber wie soll ich denn da hinkommen? Das ist ja quasi irgendwo im Felsen. Boah, wir haben gerade erst die Hälfte der Tauchtiefe erreicht, die wir könnten. Ach, guck mal, das sieht doch aus wie ein Höhleneingang, oder? Das sieht doch aus, als wären wir hier gar nicht so verkehrt. Das Gute ist auch so ein bisschen, wir haben halt nichts Unersetzbares dabei. Also wenn wir jetzt sterben, dann... Ich könnte damit leben. Dann können wir uns auch ein bisschen was trauen. Aber da ist schon wieder so ein Riesenschädel rumgeschwommen gerade. Wo ist er denn jetzt schon wieder hin? Wieso verliere ich die ständig? Hallo? Also wir haben eine Basis gefunden. Da hinten schwimmt er. Kann ich den wegdingsbumsen? Oh geil, das ist sogar eine richtig große. Was ist denn, wenn ich jetzt die 4 drücke? Ist der größer als gerade? Alter, der haut auch zu. Das haben die aber gerade nicht gemacht. Vertreibe ich den damit? Naja, weit kommt er halt auch nicht, ne? Es ist halt in der Höhle. Hält er sich dann wenigstens ein bisschen fern? Dass ich hier mal so ein bisschen aussteigen und scannen kann? Was macht er denn da mit dir? Frisst er mein Gehirn? Er ist weg. Ich habe die ganze Zeit auf ihn drauf geguckt. Er ist einfach weg. Nee, ich meine, weg ist weg. Mit weg kann ich leben. Wo komme ich denn hier rein? Das sind doch alles nur so Glaskuppeln. Ich muss dadurch das Aufgebrochene reinwetten. Ja, gut. Ich steige jetzt aus. Dann müssen wir uns gleich schon wieder... Was sind das hier für komische Geräusche? Alter, hier steht Schnappes! Integrating new PDA data.
Schwimmflossen mit Ladestation. Das finde ich gut. Alter, du, ich kann es doch irgendwie aufheben. Ich will die Tasche haben. Mein Gott. Kaffee-Vollautomat kennen wir schon. Die haben sich hier richtig eingegönnt. Voll fett Party unter dem Wasser gemacht. Hier noch eine Tasche. Ehrlich, mehr ist jetzt hier nicht? Hier ist doch noch was drüber. Wie komme ich denn da hin? Kann ich das öffnen? Kann ich nicht. Mich da von außen ran? Okay, Sauerstoff geht noch. Also ich wüsste jetzt keinen Weg, wie ich da hochkomme. Ich müsste wirklich von außen dahin, ja. Jetzt zeigt mir auch nicht an, dass ich irgendwas kennen kann. Das kennen wir anscheinend alle schon. Na gut. Dann schauen wir uns von außen an. Es muss ja irgendwie, ich muss es ja reingehen. Es ist bestimmt eine Scheibe, die da fehlt oder so. Da ist irgendwas Ekliges drin. Da ist eine Öffnung. Wo ist denn Kollege Schnürschuh hier mit seinem Gehirn? Diese alte riesengroße Gehirnkrabbe, die hier vorhin war. Ich will nicht, dass er mich gleich ärgert. Okay, hier war was zu scannen. Ich hab's genau gesehen. Aber was? Ach, guck. Yeah! Wir haben euch ja was zu tun, Leute. Oh, hat er uns Schaden gemacht? Wo ist meine Motte? Ach da, alles gut. Die ist nicht kaputt, oder? Die liegt nur ganz komisch da. Hopp! Boah, der hat mich ein bisschen erschrocken. Plötzlich ist er wieder da. Oh, er geht voll ab jetzt gerade. Was war das? Hier ist was explodiert. Will ich haben? Orangene Tafel. Okay. Ich nehme mal mit, was ich mitnehmen kann. Unser Inventar ist ja nun mal ein bisschen beschränkt. Was war das? Kreaturei. Okay. Ja gut, also das ist ja sowieso alles Schrott. Nicht funktionstüchtig. Da kann ich mir leben. Also das darf auch wohl gerne hier bleiben. Da wäre ich jetzt nicht so. Zu scannen ist hier nichts. Tiefer geht es hier auch nicht. Ich schwimme wieder nach oben. Alter, wir haben den Zuchtbehälter. Das finde ich richtig gut. Da können wir noch was einsammeln. Sauerstoff geht noch. Wir haben noch diese Lampe hier. Wir sind ganz entspannt. Alles ist gut. Die Frage ist jetzt nur, wie kommen wir hier wieder raus? Wo ist unsere Motte? Also dieser scheiß Behälter ist hier im Weg. Da geht's auch nicht raus. Es ging doch hier irgendwo raus. Ist das unser Rausweg? Houston? Houston? Alter, der hat jetzt nicht unsere Motte geschrottet. Ich sehe, er hat unsere Motte geschrottet. Ist das zu fassen? Ehrlich? Das kann der? Alter, wir kommen nie nach oben, unsere Motte. Also hier ist wirklich, hier ist keine mehr abgebildet. Ne, er ist einfach zu dicht. Also das schaffen wir auch vom Sauerstoffgehalt einfach gar nicht mehr da hoch. Ich schaue nochmal gerade, ob sie noch irgendwo auf dem Map zu sehen ist. Hier ist keine mehr. Ich versuche jetzt stumpf hier wegzukommen und hoffe zu überleben. Haben wir irgendwas Wichtiges im Inventar? Ist alles Quatsch, da kann ich alles mitleben, kann ich alles neu bauen. Die orangene Tafel. Ich hoffe, die haben wir gleich einfach noch. Wir kommen sowieso, in 40 Sekunden schaffe ich das nie an die Wasseroberfläche. Es geht einfach nicht. Alter, hat der unsere Motte geschrottet. Da komme ich überhaupt nicht drüber weg. Wie tief sind wir denn? 400 Meter. 300. Wir haben noch 20 Sekunden. Und noch 300 Meter. Es sind immer noch 300 Meter. Es wird ja kaum besser. Ah, wir schaffen es nicht. Scheiße, ey. Alter, damit habe ich ja überhaupt nicht gerechnet. Naja, es sind noch über 100 Meter. Fuck.
Scheiße. Und Flüssigkeitaufnahme ist auch noch erforderlich. Ja, es läuft gerade so schön der Text da durch. Ich wünsche euch alle frohe Ostern. Scheiße. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Hätte ich beim ersten Mal, wo der den Schock gemacht hat, hätte ich mal drauf gucken müssen. Haben wir die orangene Karte noch? Ja, die haben wir noch. Und die Kreaturdings haben wir noch. Das Kreaturei. Weil das ist bestimmt was Besonderes, wenn es da so rumliegt, oder? Scheiße, das war unsere Kampfmotte, ey. So, Kreaturei hier rein. Das können wir wegbringen. Sonst an Ausrüstung haben wir alles behalten, ne? Also Ausrüstung geht irgendwie nie verloren. Das ist schon mal gut. Orangene Tafel. Eine antike, fremde Tafel mit orangenen Symbolen. Davon haben wir doch schon rosa, oder? Guck mal hier. Da habe ich die Alien-Sache. Rosa haben wir schon. Jetzt haben wir noch eine orangene. Müssten wir eigentlich am Teleporter mal ausprobieren. Nee, gar nicht wahr. Der Teleporter funktioniert nicht mit... Der Teleporter funktioniert nicht mit den Tafeln, sondern der Teleporter funktioniert mit diesen... Wie hießen sie? Energie-Ionenwürfel. So. Alter, haben wir schon viele Taschen. Ich wusste gar nicht, dass es überhaupt welche im Spiel gibt. Jetzt haben wir da schon jede Menge von. Können wir schon einmal im Kreis stellen hier. Ich weiß auch nicht, wofür ich es brauche, aber ich finde es irgendwie cool. Da können wir ja irgendwie mal so eine Tasche, so unser Notfallpaket. Ah, ne, können wir ja nicht. Wir können es nicht tragen. Mit Inventar drin geht es einfach nicht. So, da ist unser Wasser schon wieder fertig. Strom ist noch genug da. Dann macht er mal direkt das nächste. Wo habe ich denn die ganzen Sachen hingepackt? Ein tiefer. Tiefer. Alter. Da. Die müssen wir auch irgendwann nochmal platzieren. Das habe ich auch schon öfter gesagt. Ich weiß. Aber irgendwann mache ich es auch. So, auf der 0 haben wir noch was. Was ist das denn? Minus und gleich? Schnalle ich nicht. Ah, ich kann es tauschen. Aha. Na gut. Aber ich hätte jetzt gerne mein Messer wieder. So. Ich habe jetzt einen Gerümpel raus, bis auf Salz und Trinken. Snacks habe ich hier. Blub, blub. So, und Salz. Das hatte ich vorhin ja schon mal gesagt. Wir gucken einmal nach, ob wir diese Lebensmittel selber herstellen können. Ne, können wir nicht. Schade. Also dieses komische Zwieback, das hatten wir doch schon ein paar Mal. Das haben wir auf Aurora ziemlich viel von gefunden. Orangene Tafeln, Nickelerz und Ionenwürfel. Aha. Wie braucht man die Tafeln? Ich weiß es nicht. Ich begreife es auch nicht. Ah, so. Ordentlich hingesetzt. Was Wichtiges hier nebenbei noch. Aha. Nö. Kann ich mir leben. So, einmal durchgeguckt. Irgendwas Neues. Nö. Nö. Ne, trinken. Das ist alles nur normale Lebensmittel. Ja, aber die halten halt auch nicht ewig, ne? Dieser Fisch schmeckt tatsächlich nach Fisch. Macht durstig, aber hält sich lange. Hm. Naja. Es ist ja zwischendurch tatsächlich ein ziemlich großes Problem, muss ich sagen. Hier die Stasegewehr. Das hätte ich ja noch gerne. Weil ich glaube, das kann man auch tatsächlich gegen Größere verwenden. Zumindest ist das immer noch meine Hoffnung. Die haben wir. Die haben... Ne, gar nicht wahr. Schwimmflossen mit Ladefunktion. Lädt beim Schwimmen das Gerät in deiner Hand kabellos auf. Alter, die brauche ich. Da brauche ich aber normale Schwimmflossen für. Was haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt ultra gleitfähige. Die vom Design erhöht die Schwimmgeschwindigkeit deutlich, vergleichend mit hohen Schwimmflossen. Bin ich dann mit der, die meine Batterien auflädt, langsamer? Was jetzt? Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Wir machen mal. Wir machen die mal und testen es einfach. Also ich finde das schon ganz gut, dass meine Batterien sich aufladen von dem Ding, was ich in der Hand habe.
Da haben wir doch immer wieder Probleme mit. Jetzt gerade auch schon wieder, dass unsere Taschenlampe leer gegangen ist. Einmal normale Schwimmflosse. Warm hier. So, Aufnahme läuft soweit noch gut. Oh, wir haben 4 ganze verlorene Frames. Also es ist 0,00%. Da kann ich mit leben. Polyanid und Kabelsatz. Anscheinend haben wir alles dafür da. Sehr schön. So, jetzt haben wir Schwimmfloppen, die unsere Geräte aufladen. Wir haben eine leere Taschenlampe. Jetzt schwimmen wir mal eine Runde. Alter, nimm auch die Taschenlampe. Also sie tut es auf jeden Fall wieder. Wir haben schon 1%. 2%. Ich sag mal so, alle 2 Sekunden 1% mehr. Wir müssten tatsächlich 2 Minuten schwimmen. Nee, gar nicht wahr. Ja gut, 2 Minuten wären ja 120%. Nein, gar nicht wahr. 4 Minuten wären 120%. Also man muss ungefähr 3,5 Minuten schwimmen. Jetzt ganz grob gerechnet. Vielleicht verhaue ich mich da jetzt auch gerade total, aber das ist das, was ich meine. Irgendwas Wichtiges. Nein, nein, nein. Heißes Gebiet, ja. Und Kreaturei. Gut. Ich würde ja ganz gerne wissen, wie stabil unsere Base ist. Weil das bauen wir jetzt. Wo können wir es dran platzieren? Oder hauen wir es da rein? In unseren Turm? Wenn ich jetzt das hier alles so lasse, wie es ist, was haben wir denn da oben? Ein höher haben wir nichts. Ein höher ist nur der King-Kollektion-Raum. Alter, das machen wir. Ja. Was brauche ich denn dafür? Weil wir können denn jetzt die Aufzuchtstation bauen. Das ist ein riesengroßes Aquarium. Nun nimm es doch. Was soll das jetzt? Okay, die Schwimmflossen lasse ich erstmal im Inventar. Immer, nö. Ach, wir haben jetzt beide hier drin. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ach, der passt jetzt nicht rein. Ist das immer ein Heckmeck hier? Mann! Und Scanner kannst du auch erstmal wegtun. So, und den tust du auf 4. 4. Wir können irgendeine Aufzucht. Da! Dafür brauchen wir Glas 5-mal und Titan 2-mal. Okay, also Glas ist schon... Haben wir. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Das wären 2. 1, 2, 3. Aber wir haben noch was und wir können auch was besorgen. Kann ich hier auf mehr zugreifen? Ich dachte, das ist schon geil, ne? Dass man das alles so sieht. Ich finde das so gut. 26. Wie viel brauche ich denn? Für ein Glas brauchte ich, glaube ich, immer 2, ne? Ein Glas brauche ich 2 Quarz. Okay, ich aktiviere mal unseren Scanraum auf Quarz. Dann können wir gleich zur Not nochmal eben los was holen. Weil wenn ich mich recht erinnere, und ich erinnere mich ja immer richtig, das wissen wir alle ziemlich genau, ist es so, dass man diesen Behälter über mehrere Etagen hochmachen kann. Und dafür ist unser Aussichtsturm ja nun wirklich absolut prädestiniert. Finde ich. Aus diesem Grund werden wir das machen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die Taschen anliegen lassen können. Aber wenn Leitern auch passen würden, vielleicht kann das auch stehen bleiben. Ich würde nur heulen, wenn es gleich weg ist. Ich speichere ab. Safety first. Dann kann ich zur Not laden. Du geh doch runter. Ist das denn sinnig, das hier unten anzufangen? Ja, wir fangen es hier unten an. Es passt rein. Und dann passt es da drüber auch. Geil. Und ich glaube, wir können auch immer noch drum herumlaufen, auch wenn die Taschen hier liegen. Weil da war ich mir jetzt nicht sicher, ob sie mich nerven würden. Kernreaktor fehlt uns auch noch. Verbraucht er Strom? Das ist ja auch wieder so eine Frage. Nicht, dass wir nachher wieder... Ach, geil.
Ich glaube sogar, dass man da so eine Öffnung dran machen konnte, dass man da rein kann. Ja, irgendwie muss ich ja auch Sachen drin platzieren. Das würde ich sagen, machen wir dann direkt hier auf dieser Etage. Dass, wenn wir rein wollen, wir nicht lange rumrennen müssen. Das mache ich mal auf diese Seite, weil da liegt einfach so viel Gerümpel. Ich meine, man konnte direkt eine Tür einbauen. Jawohl. Unten fände ich es auch doof. Weil da will ich einfach. Da gucke ich wahrscheinlich am meisten rein. Ach, ich kann hier noch Pflanzen reinbauen. Geil, gut, dass wir so viele haben. Ach so, oder. Ja, weiß ich auch nicht. Müssen wir gleich gucken. Beetkasten. Da geht's wieder. Oh Mann, das muss ich mir aber merken. Obwohl, wir können ja lange genug tauchen. Gucken wir, ob wir noch. Ah, nee. Der scheißt uns an. Den müssen wir woanders hin platzieren. Damit kann ich aber leben, muss ich sagen. Nur wo packen wir ihn hin? Direkt dahin, wo wir unsere Beete haben, oder? Machen wir ein Beet weg. Hm. Kuh. Achso, der Behälter muss leer sein. Alles klar, ja, ja. Nein. Ah. Alter, so jetzt. Wieso ist der Krebs verschoben? Alter, unsere Kampfmotte, das nervt mich schon ein bisschen. Ich bin zwar jetzt ein bisschen abgelenkt, weil wir halt dieses geile Beet jetzt haben hier. Ach, Beet sei schon dieses Aufzuchtbecken. Oh, das kostet uns jedes Mal eine Motte, wenn wir irgendwas Neues entdecken. Damit habe ich auch absolut nicht gerechnet, dass der das Teil einfach mal zerlegt. Ey, unglaublich krass. Wo ist denn unser Düsendübel? Das heißt, wir müssen nachher ein neues. Okay, wir sind deutlich langsamer. Aber deutlich. Lädt er das auch auf, wenn ich mit dem Ding schwimme? Ja, tatsächlich lädt er sogar das auf. Das finde ich dann schon wieder gut. Boah, aber wir sind wie. Also, wir sind wirklich deutlich langsamer. Also, es ist ja richtig spürbar. Ja, schönen guten Tag. Bin wieder da. Quarz, wie viel haben? Eins. Echt jetzt? Alles klar, Leute, wir gehen Quarz zu. Also ich will zumindest noch eine Etage haben. Aber das ist gut, ich schwimme mit dem Ding und die Batterie wird voll. Das finde ich gut. Das wäre andersrum kacke. Also bisher war es ja immer andersrum, deswegen sage ich das so. Müsste hier ein Höhleneingang sein oder so? Da haben wir was. Ja, ja, komm du Mann. Alles gut. Hat der uns schon genervt? Ach, jetzt will ich was essen. Mein Gott. Ernähr er sich doch mal vernünftig. Er kann doch nicht alle halbe Stunde Hunger haben. Das ist doch nicht gesund. Er bewegt sich halt auch recht viel. Ne? Das sollte man auch nie unterschätzen. Aber jetzt suche ich erst Quarz. Eins nach dem anderen. Ich kann mich nicht um alle gleichzeitig kümmern. Was ist das? Ach, das ist nur Sonnenlichteinfall. Es ist ja mal der Vorteil, dass es tatsächlich mal hell ist. Wir sind draußen unterwegs und es ist hell. Das kennen wir ja so nicht. Blei auch sehr gut. Ich denke nämlich, dass wir gleich noch einen Raum anbauen müssen, damit wir diese Wasserstation da wieder montieren können. Filteranlage, so heißt es ja genau. Das schauen wir uns gleich an. Und dann müssen wir nachher noch eine neue Motte bauen. Also das geht gar nicht, dass wir jetzt keine Kampfmotte mehr haben. Vor allem, sie ist einfach kampflos kaputt gegangen, Alter. Und wenn ich in der Motte drin sitze, machen die Dinge einfach gar keinen Schaden. Ich weiß ja nicht, was es damit gemacht hat. Ich habe es ja nicht gesehen. Ich dachte, der hätte die nur verschoben und solange keiner drin ist, lässt er das Teil auch einfach in Ruhe. So hätte ich es jetzt vermutet. Aber das war wieder eine Fehlinformation. Wir lernen halt ausschließlich ja, durch Spüren quasi. Ich probiere einfach alles aus und bisher war... Ist nie das dabei rausgekommen, was ich wollte. Aber sowas wissen wir jetzt halt für die Zukunft. Wenn ich da aussteige,
Kann es sein, dass die Scheißfische meine Motte doch angreifen? Also die Motten, die haben mir wirklich ganz schön zu leiden. Ich weiß gar nicht, ob der Name Kampfmotte 2.0 überhaupt reinpasst. In das Namensfeld, was da zur Verfügung steht. Hier ist aber eine Menge Quarz. Das ist geil, wir können halt unendlich weit schwimmen. Ne? Finde ich total gut. Und die Batterie lädt sich einfach auf dabei für gut. Dann würde ich sagen, ach, ich habe meine Taschenlampe nicht mehr mit, ne? 100%, 90%. Da kommt es jetzt nicht drauf an, sonst hätte ich jetzt die Batterie der Taschenlampe einmal voll gemacht. Wenn ich hier schon rumschwimme. Um die beiden noch und dann ist auch gut. Wir sollten nicht vergessen, dass wir auch noch Sauerstoff brauchen. Nur eine volle Batterie hilft dir nicht beim Atmen. Oh, wir waren noch gar nicht voll. Ich habe gesagt, die beiden. Jetzt will ich die aber auch haben. Wieso sind die denn hier in einem Berg versteckt? Da ist eine Höhle. Einmal du. Einmal du. Und wenn auf dem Weg zur Base jetzt noch irgendwas ist, nehmen wir es auch noch mit. Guck mal, da schwimmt noch was. Doch nicht. Es sieht immer viel dichter aus. Da ist noch was. Dann nehmen wir hier Schwefel noch mit. Den haben wir vorhin wohl aufgeschreckt anscheinend. Aber die Flossen finde ich gut. Sind cool. Gut, dass wir die gefunden haben. Klick. Fisch mit. Wir müssen bestimmt mal den Bioreaktor werfen. Alter, ich habe gesagt, was auf dem Weg zur Base liegt. Wenn da nichts mehr ist, dann gibt es einfach auch nichts mehr. Push. Körper. Und da sind wir schon an der Base. Einmal kurz einen Körper gemacht. Schon sind wir da. Nur wo bauen wir denn gleich noch ein Gebäude an? Hier geht ja nicht, oder? Doch, könnten wir. Wir könnten hier noch hin. Eins würde hier, glaube ich, noch gehen. Dann machen wir da Getränke dran. Oder zumindest ein Wasser. Eine Wasserfilteranlage. Ja, ich esse. Ach, ist noch voll. Ja, ist doch gut. Mein Gott. Alter. Die sind beide noch voll. Aber es war jetzt halt auch tagsüber. Und da ist das ja mit dem Stromverbrauch nicht ganz so drastisch, weil wir ja Solarzellen auf dem Dach haben. Das Bleiner eben weg. Dann haben wir auch ein bisschen Platz im Inventar. Gehe ich den Fisch in den Schrank. Dann können wir vielleicht das Beet. Was geht ab? Warum hältst du denn das Ding davor? Das sehe ich doch nichts. Das hat er jetzt aber mit Absicht gemacht. Das Beet meinen 1 abbauen, wollte ich sagen. Zack, zack. Nein, wir können es wieder nicht. Vital signs stabilizing. So, da rein. Noch. Da rein essen. Wir sind noch nicht voll. Wir haben noch Hunger. So, sehr schön. Alles klar. Also hier bauen wir nachher noch was an. Auf der 4. Da machen wir ein. Können wir das direkt dahinter platzieren? Geht es so? So. Wand an Wand. Wie mag denn das jetzt von hier drin? Doch, geht. Wird das jetzt ein langer Raum oder ist ein Tunnel dazwischen? Es ist ein Tunnel dazwischen. Aber er platziert direkt das nächste. Das finde ich gut. Haben wir noch Verstärkungsplatten? Weil das sollen wir ja nie unterstellen. Das passt hier nicht hin. Schade. Weiß ich noch nicht. Passen hier Verstärkungsplatten? Ja, hier passen noch welche hin. Dann zeigt er auch mal an, wie viel ich noch habe. Habe ich jetzt gerade beim Bau nicht drauf geachtet. Wir sind plus 64,8. Alles ist gut. Da brauche ich mir gar keine Sorgen machen. Das ist geil, oder? Es ist so geil. Ein Riesen-Aquarium. Ich bin ja sowieso so ein kleiner Aquarium-Fetischist, muss ich sagen. Ich hatte selber schon einige. Momentan habe ich leider keine. Aber über kurz oder lang gibt es auch wieder welche. Aber ich habe schon viele und auch sehr, sehr große Aquarien gehabt. Bin ich schon ein kleiner Fan von. Ja, aber viel höher macht auch keinen Sinn. Dann kann ich es nicht in eins sehen.
Also so ist, glaube ich, schon ganz gut. Das ist schon so eine Größe. Die größer bräuchten wir nicht. Also zumindest am Anfang nicht. So, was pflanzen wir da ein? Wie viel Platz habe ich im Inventar? Ich muss ein bisschen was rauswerfen. So. Da ist voll. Schade. Aber da war auch voll. Nein, hier geht noch was. Du? Du? Ja, schmeiß es raus. Egal. Ich würde ja gerne das Ding loswerden, ne? Geht das? Nein. Dann nimm den und schmeiß das Ding. Alter, warum nicht? Weil das von der Anordnung nicht passt, ja? Geht's denn noch schlimmer? Brauche ich ja vielleicht auch noch. Scanner brauche ich nicht. Messer brauche ich jetzt gerade auch nicht. Reparatur brauche ich auch nicht. Wieso habe ich denn Quadrat im Inventar? Ach, weil ich das Pumpding abgebaut habe. Ja, 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 alles gut. Haben wir hier. Wir haben jede Menge. Ach, genau. Kupfer habe ich gefarmt. Als ich offline online war, hätte ich fast gesagt. Nein, als ich offline gespielt habe, so. Da habe ich jede Menge Kupfer gefarmt, weil ich ja jede Menge Batterien gemacht habe. Ich gedacht, ja komm, jetzt farmst du auch gleich noch ein paar mehr. Dass wir da genug haben. Okay, ab und zu den Chat betrachten. Nicht wieder vergessen, dass uns das nicht nochmal passiert. Komm, schmeiße die rein, ist egal. Ich brauche die ja doch gleich. So, wenn ich jetzt die ganze Zeit die Lampe mal so in der Hand nehme und nicht anhabe und hier rumlaufe, lädt es dann die Batterie auch auf? Nö. Also es geht wirklich nur draußen. Nö, es lädt nicht. Gut. Muss man alles testen, finde ich. So, wir waren unterwegs, um Blumen zu pflanzen. Was pflanze ich denn da? Irgendwas Cooles. Also erstmal so was Hohes. Was wäre es denn damit? Wenn es da reingeht. Einmal das. Und hier Schlingpflanze will ich auch. Ich habe das Messer weggepackt, ne? Klar. Natürlich. Das ist nicht das Einzige, was ich brauche, um irgendwelche Pflanzen einpflanzen zu können. Aber ich probiere gerade, ob ich sie so da einpflanzen kann. Also es dürften ja rein theoretisch nur Pflanzen gehen, die auch in den Außengehegen wachsen können, oder? Ah, es verbraucht auch wirklich viel Platz. Okay. Wächst es da? Ist es das? Nö. Glaube nicht. Weiß ich nicht. Es ist jede Menge Grün hier. Da ist es. Jo. Das wächst ja schon schön hoch, ne? Wenn das hier drin genauso groß ist wie draußen. Das weiß ich ja auch nicht. Komme ich hier wieder raus. Da. Das müssen wir alles ausprobieren. Aber ich finde es so geil. Ich finde es so geil. Jetzt können wir unsere eigenen Fische züchten. Muss ich die denn auch da rein platzieren oder lasse ich die Eier da drin einfach fallen? Unbekanntes Kreaturei. Unbekanntes Kreaturei. Ich habe keine Ahnung, was das für Tiere sind. Und was mache ich, wenn ich die nicht mehr haben will? Weiß ich auch nicht. Kann ich die mit dem Messer kaputt hauen? Kann ich die einfach in die Freiheit entlassen? Ich weiß es alles nicht. Weiß es einfach nicht. ja. Als nächstes würde ich ganz gerne diese hier, finde ich ganz schön. So. Und dann haben wir doch diese weißen hier vorne irgendwo da. Ach, guck mal. Die würden auch in ein Aquarium passen, finde ich. Oh. Nein. Nein, ich habe das Falsche eingepflanzt. Du gehörst hier gar nicht hin. Komm wieder her. Geht nicht. Ich muss es jetzt auswachsen lassen. Doof. Also dies einmal. Jetzt geht's natürlich, ne? Was willst du? Hopp. Aua. Ja. Geh weg, so wie ich sage. So, jetzt haben wir die einmal. Jetzt muss ich die anderen nochmal wiederholen, weil ich das aus Versehen da eingepflanzt habe. Das muss ich irgendwann nochmal anpassen. Ich würde sagen, die einmal und wenn geht, diese hier. Dann haben wir so eine gewisse Mischung, weil ich weiß ja nicht genau, welche Fische ich da anpflanzen, züchten möchte. Und dann soll ja jeder Fisch aus seinem natürlichen
aus seiner natürlichen Umgebung auch Pflanzenarten da vor Ort haben. Welche nehme ich denn jetzt? Die oder die? Ich meine, die finde ich schon extrem cool. Das sind ja mehr so schön Pfeilchensamen. Was mache ich jetzt damit? Fallen lassen? Und dann war... Och nein. Was ist das denn? Alter, ich weiß, welcher das ist. Das ist dieser Knuddelfisch. 100 Pro. Das ist der geilste. Den habe ich. Ich weiß nicht, auf meiner Homepage. Könnt ihr in den... unter den Info. Findet ihr in meiner Homepage. Da habe ich einen Subnautica-Schriftzug fertig gemacht. Und zwei Fische mit dran platziert. Und da war dieser Knuddelfisch mit. Der sieht genauso aus. Geil. Das ist der, den wir gerade gefunden haben. Und was ist das? Keine Ahnung. Ploppt das jetzt auch irgendwie auf, sodass man erkennen kann? Nicht, dass der näher meinen Knuddelfisch frisst. Die hier im Aquarium tun sich gegenseitig nichts, oder? Das fände ich nicht gut. Du bist auch so ein Riesending. Passt ihr hier überhaupt rein, wenn ihr fertig seid? Muss ich euch irgendwie füttern? Doch, das ist der 100 Pro. Das sieht so was von genauso aus. Okay, Pflanzen haben wir 4 platziert. Mehr geht nicht. Ich habe keine Ahnung, wie viele Fische ich hier reinpappen darf. Vielleicht sagt mir das Aquarium dann irgendwann. Was jetzt? Wieso bin ich denn jetzt plötzlich nach oben geschwommen? Das wollte ich gar nicht. Ein bisschen erschrocken. Geil. Also das Aquarium ist soweit erstmal eingerichtet. Wir müssen das jetzt aussitzen. Ist der knuffig, den finde ich so gut. Ah, so, das nächste. Wir müssen uns eine neue Motte bauen. Wir kommen nicht drum rum. Was brauche ich denn für eine Motte? Lass mal gerade schauen. Lass mich eben die Pflanzen wegbringen. Pack einen hier rein, davon. Und das andere kann ich draußen einfach irgendwo hinschmeißen. Okay. Bevor wir jetzt eine neue Motte bauen, so, schmeißen wir einfach runter. So. Die schöne Mandel, so sieht es doch aus. Genau, wir bauen da jetzt noch eben das Filteranlagen-Dingenskirchen, Halleluja. Ich weiß nicht genau, wie das steht. Ich meine Wasserfilteranlage. So, öffnen, damit das schon mal im Hintergrund wieder ein bisschen Wasser produzieren kann. So, blub, blub, blub. Müssten wir rein theoretisch alles für haben. Schmupp. Los geht's. Minus 1. Also ein so ein Ding zu bauen ist minus 1. Jetzt müssen wir wieder den Stromverbrauch ein bisschen im Auge behalten. Weil ich echt nicht weiß, ob das Aquarium eventuell Strom verbraucht. Wollen wir gleich wieder hungern und Durst leiden müssen und da wieder angeschimpft werden von dieser freundlichen Stimme, die da ständig mit uns redet. Man kann doch nichts sehen, ne? Ne, das bleibt einfach so eine komische fette Eikugel. Warum das auch so jetzt durchsichtig ist, ist echt witzig. Pflanzen wachsen auch voll gut. Ja. Gefällt mir so, lassen wir so. So, Wasseraufbereitungsgerät läuft. Jetzt brauche ich Infos über eine Motte. Keine Ahnung, was das schon wieder für Geräusche im Hintergrund waren. Kann ich mit leben. Motte. Noch weiter oben. Seemotte. Wir benötigen Titanwagen, haben wir. Glas, haben wir. Schmierstoff, haben wir. Blei, haben wir. Energiezelle. Öl, Schmierstoff. Nee, bleib euch. Amber. Ein Glas oder zwei Glas? Zwei Glas, also viermal Quarz. Stell er gerade Glas. Hä? Nein, da wollte ich dran. Stell er gerade zwei Glas her? Nein. Oh nein. Naja, wir brauchen auch noch einen Titanbarren, ne? Glas, da war es in der Mitte. So, zweimal Glas.
Dann brauche ich einen Titanbarren. Warum gucke ich da mal Gold und Silber? Macht schon wieder überhaupt keinen Sinn. Einen Titanbarren und ich brauche eine Energiezelle. Energiezelle. Boom. Dann machen wir eine neue Motte. Dann müssen wir wieder das Tauchdingens machen und dazu nah, wenn ich überhaupt alles dafür da habe. Aber ich will meine rote Motte will ich behalten und ich will wieder eine Kampfmotte haben. Ich brauche einfach beides. Es ist nicht so ungewöhnlich, dass man als Einzelperson einen Fuhrpark von 1, 2, 3, 3 Fahrzeugen, 4 Fahrzeugen hat. Das ist nicht ungewöhnlich. Ich habe tatsächlich auch ein Auto. Hä? Habe ich es eingepackt? Ja. Ich bin auch drauf. Ich wollte es ja eigentlich benutzen, aber okay. Also ich habe tatsächlich auch als einzelne Person ein Auto, ein Motorrad und einen Roller. Und wenn man jetzt noch dazu rechnet, dass ich auch noch ein Hoverboard habe, dann habe ich tatsächlich als Einzelperson auch 4 Fahrzeuge. Das ist nicht ungewöhnlich, ich sage es ja. Also darf ich das hier im Spiel auch. So, das wollte ich damit sagen. So, Aufnahme haben wir noch 15 Minuten. Dann fügen wir auch gleich wieder eine schöne Pipi-Pause ein. Was ist eigentlich mit dem Ding? Computerchip, Titanbarren und Blei. Das könnten wir auch mal bauen, ne? Aber ist das sinnig, das hier zu bauen? Ich könnte mir vorstellen, weil das ist ja jetzt eine Landeplattform für ein Raumschiff oder so, ne? Wenn ich das so richtig sehe. Ach, eine Startplattform. Also nicht landen, sondern starten. Und ich könnte mir vorstellen, wenn das Ding nur annähernd die Größe hat, nur annähernd, selbst wenn es ein Zehntel davon wäre, müsste es eine Riesenplattform sein. Ich sehe gerade, es ist schon wieder übelst buggy hier. Also das Spiel ist manchmal echt schräg. Das Teil, was hier schwebt, gehört da oben drauf. Ich kann es euch nicht zeigen, aber da oben sitzt es normalerweise drauf. Das, was hier hinten schwebt. Warum? Das kann doch nicht so schwer sein. Und schön Tropfenkleber dran. Und dann geht das wieder. So. Mod. Achso. Haben wir sie gebaut? Ja, wo? Da. Ich lenke mich teilweise so ab von dem Spiel selber. Ne? Unglaublich. Ich brauche da keinen Chat für, der mich durcheinander bringt. Ich schaffe das ganz alleine. Jetzt haben wir natürlich beides besetzt hier. Weil wir müssen da ja rein. Damit ich die Farbe ändern kann. Ich will wieder orange-blau haben. Damit dann nächste Mal, wenn diese komischen Krabben gehen. Ich weiß gar nicht, wie ich schimpfen soll. Warum bist du nur zu 44% repariert? Repariert er da drin nicht? Repariert er nur in unserem Düsendübel? Da musst du mal da halt ein bisschen rein. Oh. Schwupp. Rein da. So, willkommen im Zyklopen. Namens Düsendübel. Gut. Jetzt wird es repariert. Fertig. Ich weiß auch nicht, ob es jetzt repariert wird. Oder nur, wenn ich mit dem Zyklopenauto durch die Gegend fahre. Aber man findet es nun mal nur raus, wenn man es ausprobiert. Und nicht anders. C-Model, ich komme. Welcome aboard, Captain. Ja, ich bin auch froh, wieder da zu sein. Hallo, C-Motti. Wir müssen dich leider umbenennen. Du bist leider Kampfmotte 2.0. Ich kann es nicht ändern. Wenn ich mich bei sowas einmal festgelegt habe, dann kann ich es nicht mehr zurücknehmen. So, es war orange von uns. Hallo, ich kann es nicht ändern. So, orange und blau, ne? Ich meine wohl, Name, farbig, blau. So ein richtig krasses Blau? Ey, Alter, das ist grün. So. Ich weiß nicht mehr, hatten wir so ein Babyblau oder so ein dunkelblauer, ja, so. Ich weiß es nicht.
Innen. Innen hatten wir gelb, oder? Weiß ich nicht. Kann man ruhig machen. Muss ja nicht dasselbe sein. Es soll dem nur ähneln. Damit, wenn ich das nächste Mal hinkomme und dieser Gehirn, diese Gehirnkrabbe da wieder vor Ort ist, damit die gleich weiß, der kommt mit dem gleichen Ding wieder. Das ist bestimmt eine Rache. Ja. Was schreibe ich denn falsch rum? Caps Lock aktiviert. Kampf. Motte 2. So. Man braucht da nicht auf fertig drücken. Man kann einfach weggehen. Ich weiß es nicht genau. Es ist auch mehr so ein Lila geworden, so wie es aussieht. Na gut. Also wir brauchen das Tieftauchmodul, dass wir auf 900 Meter kommen. Wieso kann ich das nicht bauen? Was fehlt uns? Also erstmal das. Stufe 1. Keine Energie. Also ich finde, wir haben Energie genug. Ich weiß gar nicht, welche Energie der meint. Begreife ich nicht. Es ist doch hier oben, ist doch genug Energie zur Verfügung. Jetzt haben wir genug. Was brauche ich denn für dieses Polyamid? Was fehlt uns dafür? Salzsäure? Benzol? Polyamid? Salzsäure? Ach so, dann brauche ich ja nur ein paar von den Pilzen. Also das ist ja nicht das Problem. Die haben wir ja nun mal extra angebaut. Finde ich total gut, dass wir uns da gleich von vornherein so drum gekümmert haben. Ja, und mal einmal abgehauen. 1, 2, 3, 4 kriege ich dafür. So. Jetzt die mit den Kernen wieder einpflanzen. Den noch. Das ist ja der Tiefenpilz oder so nannte der sich, meine ich. So, wenn ich das jetzt hier reinpacke, aber hier irgendwo einen Schrank, dann müsste ich rein theoretisch da hinten bauen können. Weil Salz haben wir auf jeden Fall genug. Wir sind im falschen Raum. Hier müssen wir rein. Falsche Seite, da müssen wir hin. So, jetzt können wir Maschineneffizienzmodul. Das hatte ich. Oder nehmen wir Rumpfpanzerung. Komm, wir nehmen Rumpfpanzerung, weil ich glaube nicht, dass wir jemals so weit mit der Motte fahren, dass einmal die Batterie leer geht. Und sobald wir hier sind, wird sie ja eh wieder aufgeladen. Das will ich auf jeden Fall wieder haben. Und das. Dann haben wir schon alle vier wieder belegt, ne? Besser. Tiefer. Achso, nee, das müssen wir nochmal verbessern. Kann ich das auch verbessern? Das muss ich nachgucken. Ich nehme einfach nochmal alle mit. Vielleicht kann ich die ja alle verbessern. Da habe ich überhaupt nicht nachgeguckt das letzte Mal. So, Modifizierungsstation. Motte. Es geht nur das Tieftauchmodul, okay. Ja auch noch mal ein bisschen nebenbei den Rettier durchs Bild laufen lassen. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. War, glaube ich, im ersten Stream das erste Mal und das einzige Mal bisher. So. Mehr Panzerung. Nee, ich weiß auch nicht, was jetzt Platz... Ich hätte es ja gerne auf Platz 1. Und zwar auf Platz 1 dieses hier und auf Platz 2 hätte ich gerne das. Aber ich weiß jetzt nicht genau, wie es angeordnet ist. Oder ob sich es automatisch irgendwie platziert, weiß ich auch nicht. Guck mal rein da, wir gucken mal. All systems online. Also auf der 1 ist Tieftauch. Und auf der 2 ist Schild. Gut. Wir gucken mal, wenn wir es jetzt tauschen, ob sich was ändert. Auf der 1 ist Tieftauch. Macht überhaupt keinen Sinn. Und auf der 2 ist Schild. Ich probiere es mal so. Wenn sich jetzt nichts geändert hat, dann kann ich es nicht beeinflussen. Dann muss ich einfach damit leben, wie es ist.
systems online. Doch, es hat sich tatsächlich angepasst. Also die Anordnung macht überhaupt keinen Sinn. Da brauchen wir nicht drüber reden. Alles klar, wir können 900 Meter tief tauchen. Und 4? 4 kann ich nicht auswählen. Ich habe jetzt einfach eine bessere Panzerung. Okay, angezeigt wird mir weiterhin 100%. Okay. Es ist ja nun mal, also 100. Panzerung ist 100. Das ist ja nicht 100%. Aber wahrscheinlich soll die Anzeige 100% ergeben. So, was haben wir denn sonst noch im Angebot hier? Wir haben ja auch ein bisschen was freigeschaltet irgendwie. Krebswärmereaktor. Lädt Energiezellen in heißen Umgebungen wieder auf. Nicht stapelbar. Wir müssen ja ins heiße Gebiet. So oder so. Zumindest weiß ich nicht, ob es das heiße Gebiet ist. Säure-Torpedo. Setzt eine Wolke aus giftiger Säure frei. Lade ihn an den Torpedoschachter seines Fahrzeugs. Dafür bräuchte ich aber eine Säurekapsel. Wie soll ich denn die sammeln? Weil diese, ich weiß nicht, sind die Säurekapseln von unserem Pups-Vieh? Was ist denn, wenn ich jetzt mal die 8 drücke? Kann ich das sammeln? Er macht nichts. Ja, das wollte ich ja gar nicht. Da, den Pupsvieh. Das wollte ich haben. Er hat ja gerade gepupst. Oder muss ich den einmal... Nein, ich will den nicht töten. Das ist den auch nicht wert, irgendwie. Aber es ist doch ein Säurepilz, was der so weghaut da, ne? Die 8, Mann. Ja, es geht. Alter. Pups nochmal. Pupse er für mich. Weißt du, sonst immer, ne? Was jetzt? Wir mittendrin standen nur dabei. Ja, war zu langsam. Du ein Pups für mich. Ja, sehr schön. Ich würde sagen, wir haben ein paar Säure. Säurekapseln. Wir können Säure-Torpedos machen. Schön. Man muss ab und zu einfach mal die Beschreibung lesen. Dann kommt man von selber auf die Sachen. Auch wenn es ganz schön schräg ist. Ich habe einen Fisch einen Pups geklaut und habe mir in eine Tasche gesteckt. Unfassbar, aber wahr. Hier haben wir noch Platz im Schrank. So. Ja, aber statten wir unsere Motte jetzt tatsächlich mal mit Torpedo aus? Ist ja auch die Frage. Also diesen Sonar will ich auf jeden Fall behalten. Den finde ich unglaublich gut, weil ich da auch im Stockdunkeln einfach sehen kann, wenn so ein Riesenvieh in der Nähe ist. Da kann und will ich nicht drauf verzichten. Nur ist es ist der Torpedo... Wir haben kein Lithium mehr? Das kann ich mir ja bald nicht vorstellen. Das ist schlecht, ne? Wir haben generell wenig in unserem seltenen Schrank. Verrottet. Scheiße. Wo ist der Mülleimer? Schmeiß schnell weg, bevor der gleich wieder isst. Das geht dann wieder nach hinten los. Lithium. Kann ich das über unseren Scanraum suchen? Ich glaube, hier in der Nähe gibt es einfach gar nichts. Stopp. Haben wir Lithium im Angebot? Nein. Ich gucke das gleich in der 5 Minuten Pipi-Pause einmal nach. Wir haben nämlich jetzt gleich soweit. Ich esse und trinke nochmal was. Ich muss auch diesmal dran denken, dass ich das Spiel pausiere. Weil letztes Mal habe ich in den 5 Minuten auch fast verhungert. Das ging gar nicht. Nein. Oh, jetzt habe ich ein zu viel abgebaut. Ja, super. Nein, jetzt ist doch gut. Na super. Es geht total in die Hose hier, was ich gerade mache. Bau es ab. So. Jetzt kann ich das auf jeden Fall schon mal wieder voll machen. Jetzt haben wir einen über. Kann ich in den Schrank packen für Notfälle.
glaube, die verrotten ja wenigstens nicht. Spind. Für was? So, packe da rein. Das schadet nicht. Guck mal, wir hätten wir sogar noch tiefen Pilz gehabt. Aber anscheinend nicht genug. Ah, hier unser Beet. Unser Beet passe ich noch eben an. Jetzt habe ich nämlich dran gedacht, sonst vergesse ich das wieder ein paar Folgen lang. Da hat sich ja einfach eine falsche Blume eingeschlichen hier. Übelst fiese Weise. Da geht nicht, mein Inventar ist voll, ja. Fallen lassen. Tipp, 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 tipp. Einmal hauen. Nein, jetzt hebt das doch nicht wieder auf. Du da eingepflanzt und du fallen gelassen. Kann ich nicht, weil ich auf dem Beet bin. So. Alles klar. So, dann haben wir auch wieder ein ganzes Beet, die gleiche Pflanze. So, wir haben die neue Motte. Wir benötigen Lithium. Wir gehen gleich einmal zu unserem anderen Scanraum. Gucken mal, ob da in der Nähe vielleicht Lithium ist. Das ist ja nun wirklich kein Akt. Und dann rüsten wir hier bei unserer Kampfmotte 2. Der Name ist aber kacke. Also so zu sehen. Sieh wie. Ich kann ja nicht mal verpixelt sagen. Es ist einfach unscharf. Ah, wenn ich dich da rangehe. Fall doch nicht immer runter. Dann kann man es gar nicht sehen. Es ist auf jeden Fall die Kampfmotte 2. Dann rüsten wir unsere Kampfmotte 2 nämlich um in Torpedo-Kampfmotte. Passt leider nicht drauf, ihr müsst es euch einfach merken. Es wird weiterhin Kampfmotte 2 bleiben, aber diesmal mit Torpedoschub. Ja. Achso, wir haben jetzt Energiezellen-Dings weniger, dafür haben wir mehr Schild. Und diese wechseln wir dann in Torpedo. Super. Tauchstufe 3 haben wir. Gut, jetzt gucken wir noch mal kurz in unser Aquarium, ob sich schon irgendwas getan hat. Okay, dat, wo ist denn der dritte? Es ist weg. Er schwimmt da. Der schwimmt da, der schwimmt da. Hallo. Kleiner Freund. Ich will den nicht. Muss ich den einsammeln? Warum? Der ist doch super hier drin. Steck mal deine Waffe weg. Nicht, dass du ihm gleich noch wehtust. Hallo, kleiner Knuddelfisch. Ist der cool oder ist der cool? Und ich glaube, wenn ich den draußen freilasse, ist der sogar noch viel cooler. Das schauen wir uns dann an. Weil er heißt nicht ohne Grund Knuddelfisch. Gut, was jetzt mit euch passiert hier? Es pümpelt da vor sich hin. Dieses macht... Es macht auch irgendwas. Ich bin mal gespannt, was da so drin ist. Ist das denn clever, den hier so schwimmen zu lassen? Wir machen es gleich nach der Pause. Okay. Also wir haben die 2 Stunden jetzt voll. Dann machen wir einmal 5 Minuten Pipi-Pause, wie immer. Unsere erste Kreatur ist fertig. Aber ich hätte jetzt gedacht, dass die Pflanzen auch noch ein bisschen größer werden. Weil die scheinen schon ausgewachsen zu sein. Es hat aber die Standardgröße erreicht, davon mal ab. Cool. Nee, da können wir eh nichts dran machen. Also ich will jetzt nicht nur hohe Pflanzen da drin haben. Eigentlich finde ich das ganz gut, so wie es ist. Alles klar. Also, wir kümmern uns gleich drum. Gehen einmal in den anderen Scanraum, gucken, ob wir da Lithium farmen können. Wenn nicht, kommen wir zurück, ist das nächste Kommunikator. Alles klar. Bis hierhin sage ich schon mal vielen Dank fürs Zusehen. Machen jetzt eine 5 Minuten Pinkelpause und dann geht's weiter. Bis gleich.